Was geht ab, meine Z-Fighter? Osaru hier. Außen vorweg, heute ist Freitag, heißt, ihr könnt mir eure Teams senden mit dem Hashtag Team Osaru. Alle Infos in der Beschreibung, Link fürs ausführliche Video quasi. Also für die Anleitung, was ihr da beachten müsst. Anyways, das 19. World Tournament ist online. Wir werden heute dem Ganzen einen Versuch geben auf der letzten Schwierigkeitsstufe. Heute wird es Tipps und Tricks für euch geben. Deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt an, erstmal mit den Teams. Ich habe schon ein ausführlicheres Video gemacht zu den Teams, zu das World Tournament, Top 3 World Tournament Teams. Ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen, denn es hat sich quasi in der Mitte nicht allzu viel dazu verändert. Da ist immer noch so ein Top 1 Team im World Tournament, auch mein Team, das werde ich gleich demonstrieren. Warum? Denn wir haben ein Villains Team und in diesem Villains Team dreht sich alles um die AOE Damage Dealer. Was sind AOE Damage Dealer? Das sind die Charaktere, die gegen jeden Charakter Schaden machen mit ihrer Ultimate. Heißt in dem World Tournament perfekt. Und dazu gehört Broly, der LR Broly oder Strength Broly und Vegeta Tech oder der LR Vegeta, Majin Vegeta. Und das restliche Team, um es kurz zu fassen, dreht sich nur um diese beiden Charaktere. Sie sorgen mit ihren Passives für Ki. Also Rosé, Goku Black, King Piccolo und Tals geben durch ihre Passive Ki plus 3. Und Rosé natürlich durch seinen Leader Skill. Und wir wissen, im World Tournament zählt der Leader Skill des Friends nicht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sich dieses Team nur um diese AOE Damage Dealer dreht, damit wir so schnell wie möglich die Runden hinter uns bekommen. So quasi, dass er das Top 1 Team, Top 2 Team wäre, wenn wir Gegenteil mit Heroes arbeiten, mit Konton. Wir nehmen einfach ein Heroes-Team, Blue Vegito, der kann kontern, Super Vegito kann kontern, der neue Vegeta kann kontern und die ganzen Vierfachen haben auch eine Kontermechanik zum Beispiel, indem sie Ultis kontern, ja, quasi. Und allerletzte, quasi Top 3 oder Alternativen, wenn ihr eines der beiden Teams nicht bauen könnt, ist einfach, ihr nehmt eines eurer besten 120% Lead-Teams oder einfach ein Kategorie-Team und kommt da mit euren besten Karten im Tournament auf jeden Fall aus. Anyways, dann würde ich sagen, wir schauen uns das World Tournament direkt mal an. Das ganze World Tournament geht 4 Tage, der Countdown ist immer da gelistet, wenn ihr das aufpoppt. Dabei waren noch 3 Tage, ein paar Stunden dran, wie wir gesehen haben. Gucken wir uns erstmal an, was für Rewards es gibt. Ranking Rewards haben wir den neuen Int Gohan. Wir schauen uns gleich an, was der Int Gohan kann und wir wissen, wir kriegen ihn, wenn wir platziert werden, 10.000 und drunter. 10.000 und drüber bekommen diesen neuen Gohan nicht. Was kann dieser neue Gohan? Sein Leader Skill ist, er gibt Int-Type Ki plus 2 Attack und Death plus 50%. Ich schaue auf Dokkan Battle Wiki, Shoutouts. Super Attack macht Supreme Damage, Raise Attack und Death für 30% für 3 Runden. Seine Passive, er bekommt Ki plus 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 60%, wenn er 2 oder weniger Gegner bekämpft. Link Skills, Saiyan Warrior Race, All in the Family, Saiyan Lineage, Z-Fighters, Gates of Respect, Shocking Speed und er ist in der Kategorie Hybrid Saiyans natürlich. Es geht. Es ist eine normale Karte, so überrangt ist sie nicht, deswegen, ich persönlich werde nicht um ihn grinden. Ich werde mir nur die Missionen holen, die werden uns gleich anschauen. Aber local könnt ihr euch auch eine Karte abstauben, nämlich Piccolo. Das ist der zukünftige, was heißt zukünftige? Das ist der Piccolo, der in LR Piccolo sich awaken lassen kann. awaken lässt. und ihr bekommt ihn, wenn ihr 100 oder drunter platziert seid in den lokalen Rankings. Und bekommt natürlich die Turniermedaillen, die ihr zumal braucht, um ihn zu awaken. Oder alle anderen Charaktere, die man awaken kann durch die Turniermedaillen. Anyways, dann schauen wir uns die Mission an. Die Missionen sind im World Tournament für mich immer das Interessanteste. Ich versuche, die Missionen zu holen. Hier mein Tipp an euch. Versucht bitte, 20 Siege hintereinander, ohne zu verlieren, zu gewinnen. Denn dann habt ihr die meisten der Missionen hier. Wir sehen es schon. Get 20 Wins bekommt ihr Sachen. Aber das Wichtige, was ich meine, ist hier. Win 20 World Tournaments in a row. Also hintereinander müsst ihr wirklich 20 World Tournaments schaffen. Runden ohne zu verlieren, dann habt ihr mehr oder weniger die Hälfte der Miete hier drin. Also sogar mehr als die Hälfte. Ihr seid da wirklich fast mit der Mission dann durch. Und die Missionen sind sehr interessant. Es gibt viele Stones, Orbs, Tickets und so weiter und so fort. Deswegen konzentriere ich mich im World Tournament immer auf die Missionen. Dann habt ihr natürlich alle ein Tier, wo ihr gerade eingelistet seid. Könnt ihr mal gucken. Ich muss auch im Virus-Tier reinrutschen. Dafür gibt es dann auch. Das ist quasi, wo ihr gerade platziert seid, ja, mit den ganzen Spielern, wie viele Punkte ihr gesammelt habt. Und im World Tournament wissen wir, wir müssen Punkte sammeln. Je mehr Punkte wir haben, desto besser schneiden wir ab. Deswegen würde ich mal direkt sagen, wir legen los. Natürlich ist es immer gut, wenn ihr in der letzten Schwierigkeitsstufe kämpfen könnt. Ist schwierig, aber wir werden dem Ganzen einen Versuch geben. Und ich werde euch dann sagen, quasi, auf was ihr achten müsst, auf was ihr achten könnt. Gut, in meinem Team speziell nehme ich immer erstmal Broly als Friend. Denn das ist ein weiterer AOE Damage Dealer. Hier haben wir schon einen Broly. Und Broly ist der eine halt, bei dem es wirklich leicht ist,
Und immer aufpassen, das richtige Team wählen. Weil dem es wirklich leicht ist, auf seine Ulti zu kommen. Falls man nicht auf die Ulti kommt, seht ihr, ich habe Key-Support dabei durch Mr. Satan, Launch und ja, Yamchus, wie auch immer der hieß. Pet oder so, ja, Haustier, was auch immer. Der dann Agility Orbs in Strength Orbs umwandelt und zu allerhöchsten Not habe ich Ghost Usher. Denn auf der Schwierigkeitsstufe, Leute, müsst ihr echt aufpassen, dass ihr nicht one-shotted werdet. Ja, müsst ihr echt aufpassen, Leute, wirklich. Wie sammelt ihr Punkte jetzt? Zum einen seht ihr hier die Tenkaichi-Medaillen, die müsst ihr nicht unbedingt sammeln, aber es wäre immer gut, wenn ihr die Gegner besiegt, denn da bekommt ihr die meisten Punkte. Aber auch hierbei gibt es ein, zwei Sachen, die man beachten muss. Man bekommt auch für Schritte Punkte, wie ihr seht, wenn ihr Schritte betätigen, aber man bekommt auch fürs Key-Einsammeln Punkte. Ist zwar nicht so viel, aber es macht was aus. Und an der Stelle würde ich euch raten, wirklich mit dem Charakter dieselben Keys zu sammeln vom Typ des Charakters. Heißt, wenn ihr einen Strength-Charakter habt, sammelt Strength-Key-Orbs ein, weil dann bekommt ihr Doppelpunkte quasi. Ein Key gibt einen Punkt, aber dann halt doppelt. Ist nicht viel, aber wer weiß, vielleicht macht das aus. Also vielleicht, wir wissen. Wenn ihr die Runden, wir machen so viele Runden im World Tournament, wenn wir auf sowas achten, auf so Gegebenheiten, dann umso besser. Und was auch euch mehr Punkte bringt, ist, wenn ihr richtig viel Schaden macht. Übertrieben viel Schaden. Heißt, deswegen wäre es immer gut, wenn ihr Charaktere, wo ihr Typenvorteil habt, Typen-Nachteil-Charaktere angreift. Beispielsweise, wir haben hier Rosé, Agile-Type, wäre natürlich durchaus schlau, wenn wir mit Rosé Strength-Charaktere angreifen. Ich werde das in dem Fall nicht machen, warum? Wir haben Broly, wir hauen einmal mit Broly alles zur Seite, mit seinem AOE-Damage. Und wie gesagt, hier achtet immer drauf, dass ihr die gleichen Farben einsammelt. Und Broly macht dann hier seinen Job schon quasi, denn er macht übertrieben viel Schaden. Und mit Broly sehen wir, wenn wir mit AOE-Damage arbeiten, er hatte wirklich sehr viel Ki. Wir bekommen auf seine erste Ulti macht Damage gegen jeden. Und schon haben wir halt, natürlich müssen wir den Luxus haben, ich weiß. Aber wenn ihr das habt, so, dann seht ihr, boom, schon ist eine Runde vorbei. So schnell kann es gehen. Und, wie gesagt, achtet immer auf sowas, dass ihr versucht, den meisten Schaden immer rauszuholen. Denn dann bekommt ihr wirklich viel mehr Punkte. So, jetzt müsst ihr aber aufpassen. Und zwar, die da hinten könnten ein Problem werden. Beispielsweise mit Piccolo sammle ich jetzt nicht Tech Orbs ein, weil ich keine Tech Orbs zur Verfügung habe. Aber mit Goku Black dann, und wir sehen schon da unten, also bei Dokkan Battle D, wo mein Name stand, die Punkte. Es ist wirklich so, dass ihr da mehr Punkte bekommt, Leute. Ich sag das hier nicht so aus Spaß. Und dann ist halt immer, je weniger Runden ihr braucht in dem World Tournament pro Runde, desto mehr Punkte bekommt, je schneller ihr seid quasi, so gesehen, je mehr Schaden ihr ausrichtet und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, passt immer darauf auf, dass ihr dieselbe Anzahl an Key einsammelt, vom Typus viel Schaden ausrichtet quasi. Und genau, wenn ihr Typenvorteil habt, nutzt diesen aus. Leute, wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, Leute, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und an der Stelle zum Beispiel wäre es natürlich klug, wenn wir die Ulti, die Ultra-Super-Deck von Broly launchen. Haben wir jetzt hier nicht geschafft, macht nichts. Denn die macht natürlich mehr Schaden. Also mehr Schaden als die erste Ulti. Aber danach haben wir eh nochmal eine Additional Attack. Mit der ersten Ulti, die macht dann AOE-Damage gegen jeden. In jedem Fall haut Broly einfach gekonnt alles zur Seite. Also, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber wir werden auch gleich sehen, ob sich andere Charakter, also ob sich der normale Broly durchsetzen könnte oder der normale Vegeta. Wir haben den normalen Vegeta hier drin, Majin Vegeta. Und wir werden gleich schauen, okay, ich habe ein bisschen Orb in ihn investiert. Er hat Level 20 Crit, das macht natürlich was aus. Aber ob das noch quasi up to date ist, ob das funktioniert mit ihm. So, und jetzt wird hier gelistet quasi. Hier, Battle Score, Team Victory, Map Score. Remaining Turn Bonus, also wie viele Runden noch übrig geblieben sind, je schneller ihr es schafft, desto mehr Punkte bekommt ihr, das habe ich gemeint. Und so weiter und so fort. Genau. Gut, was wir jetzt noch machen werden quasi, wir werden eine ganze Runde machen, das war die Vorrunde quasi, da kämpfen wir gegen 4 Charaktere auf einmal auf einer Map. Das ist immer die nervigste Runde, aber wenn ihr dann auch so AOE-Damage-Stile habt, dann geht sie schon schnell vorhanden, schneller als sonst. In den nächsten Runden kämpfen wir dann 1v1 immer, Team gegen Team. An der Stelle, für die erste Runde würde ich euch immer empfehlen, Broly mitzunehmen. Ihr könnt natürlich auch ein Ella Broly Team bauen. So ist nicht, wenn ihr ein Ella Broly habt. Ansonsten für die andere Runden könnt ihr auch Ella Majin Vegeta mitnehmen, statt der Vorrunde, weil er hat auch AOE Damage Spell, zwar auf seiner Ultra Super Attack, aber in dem Team kommt er auf jeden Fall auf die Ulti. Also so unwahrscheinlich ist das nicht. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt,
Missionen sind für mich sehr interessant im Turnier. Natürlich könnt ihr auch Tickets holen, die garantierten SSR-Tickets. Da droppen die World Tournament Karten und auch andere SSR-Karten, die in dem Banner. Also alle anderen nicht Dokkan-exklusiven SSR-Karten sind auch in dem Banner. Jetzt schauen wir mal, zum Beispiel hier fehlt mir ein Key, ja. Deswegen habe ich zum Beispiel Key-Items mitgenommen. Und zwar benutzen wir Satan. Wir werden angegriffen, wir haben keinen Typenvorteil. Da müsst ihr echt aufpassen auf der Schwierigkeitsstufe. Bei den beiden Charakteren würde ich sagen, ist kein Problem, auch wenn sie ulten. Wenn sie geultet hätten, wäre es vielleicht schwieriger, aber ihr seht schon, so ein dreifacher Vegeta-Tank macht 44.000 Schaden. Also da bitte Leute, geht auf Nummer extra sicher, bevor ihr, solange ihr nicht die 20 Siege hintereinander habt. Deswegen habe ich diesen Ghost-Asch immer dabei. Und das werde ich auch auf jeden Fall einbehalten. Also ich mache da keine halben Dinge, ja, weil wenn ihr, überlegt mal, ihr habt 17 Wins oder so oder 19 und verliert dann, dann müsst ihr alle 20 Wins hintereinander nochmal neu machen, damit ihr die letzte Mission bekommt. Deswegen sage ich immer, Leute, achtet darauf. Guck mal hier, Remaining Turn Bonus 9000, weil wir in der ersten Runde gewonnen haben. Easy. So bekommt man mehr Punkte, das meine ich damit. Cool. Dann haben wir noch zwei Runden to go, denke ich mal. Richtig. Schauen wir mal das Ganze an. Yes. Für eine so ganze komplette Turnierrunde, von Anfang Vorrunde bis zum Finale, braucht ihr 60 Stamina. Und wenn ihr ein Turnier eben grinden wollt, dann braucht ihr echt Stones. Also, man bekommt zwar Stones, aber vielleicht braucht ihr ein bisschen Überschuss, um Stamina zu refreshen die ganze Zeit. Ihr wisst, was ich meine. Weil wenn ihr wirklich grinden wollt, dann müsst ihr leider in dem Turnier lang da sein. Und ich finde es wirklich ätzend, dass das Turnier 4 bis 5 Tage geht. Sonst wie ein JP-Marken, das über ein Wochenende geht, da jeder Zeit und gut ist. Und nicht noch unter der Woche, so. Vor allem jetzt, da Fighters gelauncht ist, wer hat da Lust, ein Turnier zu machen? Deswegen werde ich schauen, dass ich so schnell wie möglich mir die Missionen hole. Und dann wäre es auch das auch für mich mit dem Turnier, wenn ich ehrlich bin. Hierbei sind für mich die Orbs ganz, ganz wichtig. Ja, das sind Free Orbs quasi, die ihr bekommen könnt. Ihr müsst dann nur ein bisschen grinden. Und die Elder Kai. Jetzt an der Stelle. Wir haben zweimal von Int angegriffen. Wir haben Typenvorteil. Okay. Aber der da hinten ist... Der da hinten wird eine harte Nummer. Also, Elder Gohan. Ich denke nicht, dass Vegeta ihn mit seiner AOE, mit seinem AOE-Damage, mit seinem Super-Deck umkriegt, weil wir Typen-Nachteil haben. Deswegen gehe ich auf Nummer extra sicher. Ich geize nicht mit Items, ja, ihr könntet euch die Items farmen mit dem Bulma Preparation von der Stage. Ich weiß nicht, ob die noch online ist. Aber deswegen gehe ich da auf Nummer extra sicher und hau da die. Ich hau da alles weg. So, Majin Vegeta mit Crit. 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 Oh, einer hätte gefehlt, aber ihr habt gesehen, er hat den Großteil schon mal rausgenommen. Heißt, wenn ihr guten Majin Vegeta habt, meines SC10, ganz klar, dann nutzt ihn. Oder sei es auch ein Broly. So. Hier wiederum. Ah, Gogeta hat überlebt. Wirklich, die Sache ist hier, wenn Gogeta uns ultet, dann sind wir Gegeta. Dann sind wir Ripta. Dann sind wir tot. Das hat die Sache am World Tournament. Ihr werdet sehen, auch sein Auto-Attack wird sehr viel Schaden machen jetzt. Weil wir haben nur einen Leader-Skill aktiv. 115.000. Das meine ich damit, Leute. Geht auf Nummer extra sicher. Also, ihr müsst es auch. Ihr müsst es auch echt machen. Ja. Jetzt, das war quasi, dann hätten wir eine Runde verloren. Und dann dürfte ich wieder ganz von neu anfangen. Wie die bis zu 20 Siege in Folge mir zu ergattern. Deswegen, achte ich, da passe ich echt extrem auf, Leute. Ich passe da wirklich sehr gut auf. Also, ich mache da keine halben Sachen, wie gesagt. Anyways, dann kommen wir off to the final. Auf zum Finale. Es gibt auch manche Teams, die euch im Bonus geben, Bonuspunkte. Das, also von den Gegnern meine ich. Wenn ihr gegen diese gewinnt, zum Beispiel sind das Battle of Gods oder Resurrection F Teams mit den Göttern, mit Virus, sage ich, Virus und so weiter und so fort. Oder so alte Namek Teams mit Freezer Clan oder Dragon Ball Clan. Also Dragon Ball Saga, alias Dragon Ball und so weiter und so fort. Gucken wir mal, ob hier eins aufpoppt. Ne, okay, wir kämpfen gegen Majin Vegeta. Okay, nice. Majin Vegeta Team könnt ihr natürlich auch benutzen. Aber wir sind schon, unser Leben ist gleich RIP. Und ja, ihr behaltet euer Leben von den Vorrunden, also vergesst das nicht. Und ihr seht schon, selbst so eine Runde dauert lang, selbst mit so einem Team. Also wundert euch nicht, eigentlich ist das schnell für so eine ganze Turnierrunde, aber es kann auch länger dauern, unter anderem. Ja, mein Niesen hat das Game gecrashed, hat er selber komplett lahmgelegt. So, an der Stelle kurz einen Cut gemacht, weil... Air Server ein bisschen rumgeleckt hat, rumgespinnt hat, aber mit dem Key Support seht ihr, kommen wir auf die Ultra Super Attack, alles gut. Nice.
So. Jetzt bin ich gespannt, ob der Vegeta alle rausnehmen kann, weil der war auf SC10, Elementary Vegeta, unser Friends. Ah, diese Ulti. Ah, geil. Ah. Alle zur Seite bitte, einer nach dem anderen. Tschüss, tschüss, tschüss. Und? Ja. Elrosa hat natürlich überlebt, weil er Typennachteil hat. Weil wir Typennachteil haben gegenüber ihm. Und Elementary Vegeta genauso. Ah, knapp überlebt. Aber Additional Ulti, nice. Rosé räumt hier auf zum Finale. Sehr cool. Okay, perfekt. Was? Der hat ja noch überlebt. Anyways. Ja, wisst ihr was? Dann lassen wir Majin Vegeta aufräumen. Let's go. So. Ja, ihr seht, auf Schwierigkeitsstufe 13 sind sie echt tanky. Sie machen Schaden. Sie haben viel HP. Also da solltet ihr echt aufpassen, Leute. Da müssen wir echt aufpassen. Cool. Dann gucken wir, was wir so gewonnen haben. Ob wir uns vielleicht noch irgendwas holen können. Ihr wisst, man bekommt Tickets, Zones und so weiter und so fort. Ob wir ein Tier aufgestiegen sind, gucken wir mal. Yes, Virus-Tier heißt 5 Stones. Cool, dann würde ich 5 Stones noch kurz nehmen. Zum Abschluss Single-Summon raushauen, denn uns fehlt ja noch ein Vegeta. Einer fehlt uns, ein Dupe noch. Mal schauen, vielleicht poppt hier irgendwas auf. Blablabla, alles bekommen, Tickets, nice. Die könnt euch auf den Preisen, bei den Preisen abholen. Müsst ihr einmal auf eure Gifts klicken. Accept all und dann holt ihr alles. Müssen wir gucken. Ich glaube, wir können auch ein SR garantierten Ticket zusammen machen. Lego. Cool. Ja, können wir, glaube ich, machen. Also gut, Leute. Zum Abschluss noch, boom, ein Single hier raushauen. Dann beim garantierten Sum-Ticket. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum World Tournament, könnt ihr mir sie gerne stellen in den Kommentaren als Privatnachricht. Wo auch immer, Leute. Ansonsten läuft das Ganze, ich dachte, wäre Baseform geblieben. Rainbow, schön wär's. Naja. Was ist denn heute los? Tarbe, ja, GG und zur Seite mit dir. Gut. Und wir wissen jetzt aus dem garantierten SR-Ticket-Banner, ist einer garantiert. Ich hätte liebend gern den Bardock Agility. Ich fand so schade, dass er nicht im Turnierpreis war. Sie haben sein Turnier quasi geskippt und er ist jetzt nur durch den Banner erhältlich. Richtig dumm, weil für ihn, das ist eine Karte, für ihn will ich grinden. Er ist wirklich sehr guter Support für ein super RGL-Team, weil auch Saint Pride gibt für vierfachen Vegeta. Aber wir bekommen... Total random. Ihn hatte ich nicht, kein einziges Mal. Mein allererster Int Godku. Und ja, ihr seht auch, alle nicht Dokkan-exklusiven Charaktere sind auch in dem Banner. An der Stelle, Leute, geil. Godku crasht hier unser Video. Ich wünsche euch schöne Tage. Peace.